Leipzig könnte in Geld schwimmen, wenn Herr Jun nicht Oberbürgermeister wäre. 90 Millionen Euro jährlich je Leistungsprozentpunkt städtischer Betriebe möglich. Der Stadthaushalt ließe sich verdoppeln. Die Stadt Leipzig besitzt wertvolle Anteile an einer Vielzahl städtischer Betriebe. Damit ließe sich Geld für den städtischen Haushalt verdienen. Jedoch scheint Oberbürgermeister Jun nicht wirtschaftlich arbeiten zu können. Angeblich fehlt Leipzig Geld, um wichtige Zukunftsprojekte umzusetzen. Allerdings ist das Geld vorhanden, wenn man die städtischen Betriebe gewinnorientiert führt. Herr Jun leitet die Stadt Leipzig wie eine Kleinstadt, ohne jeden nennenswerten Besitz, hat aber immerhin auch Nachteile durch das Vorhandensein städtischer Betriebe. Etwa im Straßenbau. Währenddessen herrscht bei den städtischen Betrieben offenbar ein angenehmes Gehaltsniveau. Letztlich zahlt dafür jeder die Zeche, der nicht zur Stadt gehört. Insbesondere Unternehmer werden schon seit vielen Jahren ausgeblutet. Die Wirtschaft Leipzigs schrumpfte zusehends. Gewinnorientierte Unternehmen der Privatwirtschaft sollen mindestens einen Gewinn von 20% erwirtschaften. Würde die Stadt Leipzig so gewinnorientiert arbeiten, würde sich der Stadthaushalt von rund 2 Milliarden Euro auf etwa 4 Milliarden Euro jährlich verdoppeln. Mit den zusätzlichen finanziellen Ressourcen könnten viele unterschiedliche Projekte verwirklicht werden. Die Grundsteuer könnte gestrichen werden. In Leipzig könnten die schönsten und teuersten Immobilien entstehen, inklusive Barrierefreiheit jeglicher Art. Momentan bittet die Stadt für sowas noch kräftig zur Kasse. Senkung der Gewerbesteuer von geschätzt 16,1% auf das gesetzlich erlaubte Minimum von 7%. Viele Privatleute würden wieder in Leipzig investieren wollen und Leipzig so beim Wachstum helfen. Für soziale Einrichtungen würde viel mehr Geld zur Verfügung stehen. Errichtung einer kulturellen Begegnungsstätte zum Gedenken an die Opfer der DDR, Sowjetunion sowie des Ukraine-Krieges wäre dankbar. Bau einer Wrestling-Schule mit Selbstverteidigungstraining, Beratungsmöglichkeiten zu Themen wie gesunder Ernährung und Umgang mit Sucht und Drogen, einem Gaming-Center etc. Eventuell die erste städtische Wrestling-Schule weltweit, was Leipzig wiederum Prestige bringen würde. Zudem könnten viele Sportler aus anderen Sportarten hier lernen, wie sie Verletzungen in ihrer Hauptsportart vermeiden oder vielleicht sogar ausschließen können. Bau einer prestigeträchtigen Formel-E-Autorennbahn, vielleicht in Kooperation mit einer umliegenden Kleinstadt wie Altenburg. Vieles wäre denkbar. Womöglich Leipzig gemeinsam mit den Grünen sogar zur grünsten Stadt Deutschlands umgestalten und so außerordentlich modern und zukunftsweisend machen. Soll Burkhard Jun auf seinem Kurs weitermachen?